Guten Tag zusammen. Ich möchte euch gerne ein paar Container vorstellen. Und zwar sind das Container für Palettenladung. Und ja, das Ganze ist relativ schick. Autoload sollten die auch haben. Soweit ich weiß, soweit ich es gelesen habe. Ja, das sind halt lange Container. Hier habe ich mal einen aufgebockt und eingepackt. Genau, man hat hier so die Funktionen mit der Lastsperre. Das ist B. Keine Ahnung, wofür der Knopf da ist. Auf jeden Fall kann man über das Numpad Key 8 die Türchen hinten auf und zu machen. Was auch eine sehr schöne Geschichte ist. Dann kann man das Gerät mal wechseln und so. Genau, dann hat man hier nämlich so einen schönen Auflieger, wo die Container draufkommen. Den kann man sich auch hier mal schön angucken. Schöne Auflagefläche. Da passen alle Container hier drauf. Man braucht einfach nur drunter fahren. Relativ weit. Ich kann das mal vorführen. Ich brauche jetzt Gott sei Dank nur rückwärts fahren. So, es steht jetzt unter Abkoppeln. Unten kommt gleich das Zeichen. Zack. Und dann ist das Ding drauf. Die Stützen fahren automatisch ein. Und die Sache ist geritzt. Ja, leider sind auf dieser Map mir die Funktionen nicht gegeben. Doch, sind sie. Wir kaufen kurz mal eben ein paar Paletten. Was kaufen wir denn? Hier Flüssigdünger kaufen. 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 Zack, zack, zack. So, das Ding ist ein bisschen lang. Wir müssen ein bisschen manövrieren. Einmal Hecktüren. Hecktüren auf. Und wir sehen doch kein Autoload. Da steht im Netz aber was Verkehrtes. Shift. War das nicht Shift-I? Ach nee. Egal, das ist jetzt gerade zu schwer. Kein Autoload. Also Paletten reinbringen. Last sperren. Naja. Vom Design her ist das schön. Ohne Autoload ein bisschen doof, ein bisschen dämlich. Aber was will man machen, Leute? Man kann nicht alles mit Autoload haben. Ansonsten vom Design her finde ich es einen schönen Mod. Ich würde mich über eure Meinung zu diesem Mod freuen. Hat ihn schon einer in Benutzung? Wenn ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr ihn benutzt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mod-Vorstellung vorbeischaut. Bis dahin, euer Pevlik. Ciao, ciao.